Ich wurde angesprochen von der CDU, weil ich mich doch kirchlich engagiert habe und Landfrau und einfach Turner und überall ist man halt irgendwo dabei und bin aber parteilos, was die meisten von uns jetzt so sind, von unserer Fraktion. Und habe mich dann entschlossen, ich lasse mich aufstellen. Immer bloß schimpfen ist nichts, man muss auch was dafür tun. Und habe mich dann aufstellen lassen, wurde aber wegen 2 Stimmen damals nicht genommen oder nicht, zog nicht in den Gemeinderat ein und war dann 2017 im Sommer Nachrückerin. Also eigentlich wurde gut aufgenommen und es hat immer irgendjemand, geht ja mir selber so, wir können nicht mit alle Leid, aber es ist eigentlich ein gutes, nicht bloß jetzt innerhalb der CDU, auch mit den anderen, man kennt sich, es ist eigentlich ein gutes Miteinander und ich denke, nur so funktioniert es auch, dass man miteinander an einem Strang zieht. Man will ja miteinander was Gutes für die Gemeinde. Also Stand der Dinge war, dass es so hinterum natürlich viel geschwätzt wurde und dann habe ich erfahren, es wird ein Pennymarkt geplant außerhalb von Utzingen Richtung Wernau. Und wenn das draußen passiert wäre, wäre halt im Ort, ist meine Meinung, wäre die Läden im Ort voll au. Der Metzger hätte vielleicht zumachen müssen, der Bäcker, weil dann dort ein Meier ist, der eben einfach viel länger offen hat, viel sonntags noch offen hat. Und dann wäre das eben im Ort ausgestorben gewesen. Ich kann da nicht so ältere Leute mit Rollator, vielleicht unter anderem Rollstuhl, kann ich nicht 2 Kilometer rausfahren lassen in der Markt zum Einkaufen. Ich habe halt gesagt, es muss einfach innerhalb vom Ort muss es was geben. Die Leute müssen hier zu Fuß hinkommen. Und wir haben hier im Ort war ein leerstehender Raum, wo da davor schon ein Einkaufsladen war und der Kappmark hat Interesse gezeigt. Und als ich dann gemerkt habe, das läuft nicht, habe ich gedacht, jetzt muss ich mich doch ein bisschen reinknien. Ja, ich wurde dann aber auch vom Herrn Bürgermeister, der wollte es auch nicht unbedingt. Und ich habe dann gesagt, gut, jetzt probieren wir mal. Oder ich spreche viele Leute an, ich versuche einfach viele Leute für den Kappmarkt zu mitzunehmen. Der CAP arbeitet ja mit Zuschuss, Anschubfinanzierung, haben dann das ein bisschen publik gemacht, habe viele Leute angesprochen und es hat dann geklappt und die Leute haben so viel gespendet, dann konnte die Gemeinde nicht anders, hat dann halt auch noch einen guten Betrag mit zugeschossen und letztendlich hat sie dann funktioniert. Also die Landfrauen in Notzingen, es ist ein Ortsverein. Die Landfrauen bestehen aus vielen Ortsvereinen und sind dann zusammengefasst beim Landesverband in Stuttgart. Also Frauen treffen sich einfach zwecks Bildung, Vorträge, Ausflüge, einfach zur Unterstützung von der Frau. Man braucht keine Bauersfrau sein, also bei uns im Ort gibt es das jetzt auch nicht mehr, aber einfach, dass die Frauen einen Ort haben, wo sie einfach für sich was machen können. Also meine Motivation war einfach, dass ich was für den Ort tun will. Ich denke immer, mir lebt hier, mir muss auch was tun. Und vor allem wollte ich es auch meine Kinder vorleben. Dass man nicht sagt, das interessiert mich alles nicht, sondern ich denke, ich kann nur von meinen Kindern auch mal erwarten, dass die sich für was einsetzen, wenn ich das vorlebe. Und das ist doch auch was in der heutigen Zeit, dass man was macht ohne Geld, Ehrenamt. Und das müssen die Kinder lernen und das lernen sie doch einfach nur, wenn man das in der Familie vorlebt.